Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Ratchet Gladiator mitten in der Basis, wo wir uns in der letzten Folge ausgerüstet haben, nachdem wir alles auf dem letzten Planeten abgeschlossen haben und Ace begegnet sind, der sich als ziemliches Arschloch ein weiteres Mal herausgestellt hat. Und nun begeben wir uns zum Schiff, zum Killerkuppel, Kommando, Action, Spaß, yay, Ich fände lustig, dass man hier tatsächlich rausfallen kann und keine unsichtbare Wand existiert, sondern einfach ein stetiger Teleporter. Yeah, okay. Jetzt geht's aber wirklich wachen. Wir haben krasse Waffen, wir sind bereit for the Action. Also, Raumtransporter, beame mich zum nächsten Turnier. Yeah. Okay. Die haben wir schon abgeschlossen. Killerkuppel. Rasender Dämon. Hier geht es um alles oder nichts. Entweder sind die Gegner in 90 Sekunden erledigt oder Dreadzone sucht sich neue Gladiatoren. Ach hey, das sind Missionen. Okay. Dann mal ran an den Speck. Machen Sie Platz für unseren neuen Herausforderer. Rächer-Turnier. 90 Sekunden Zeit. Die volle Ladung. Killer-Action. Mit dem Richter. Feel the bombs. Too dead forever. Take all the tot for you. This is very funny und tot. Das war auch funny. Hälfte schon? Oh ja. Läuft, ne? Läuft ganz gut. So, ein paar Minen platzieren. Ein paar Schilde. Schilde gehen immer. Ein paar Attacken von denen. Dann haben wir auch noch ein bisschen das hier. Das auch. Der ist plötzlich. 1, 2, 1, 3. Gut. Was auch immer. Ich glaube, 2 auf einen Streich oder so. Geschafft? Ja, ne? Warum irgendwelche Panik machen? Das läuft. Yeah! In gut einer Minute. Und das war alles. Das war alles. Die eine Aufgabe. Really? Really? Okay. No, Herausforderung. Der Energieturm. Jetzt kann ich hier nochmal rein für den Energieturm? Anscheinend. Machen Sie Platz für unseren neuen Herausforderer! Tatsache. Okay. Na gut. Mach ich halt mit. Das kam jetzt unerwartet, aber hey. Bin halt dabei. Hier. Wollt die Minen spüren. Ich weiß das doch. Ich kenn euch doch. Ihr klein. Ih, was bist du denn? Hör auf damit. Du kleiner, böser Igelmann. Der viel zu viel aushält. Definitiv viel zu viel. So, okay, wir können weiter. Na gut. Jump. Jump. Yay. Jumpy. Jumpy. Doppeljump. So, level meine Minen. Leveled. Boom. Also level ups. Tatsache. Wuhu. Yeah. So. Standardwaffe. Sollte ich einfach mehr benutzen. Aber tue ich irgendwie nicht. Ich mag lieber Sniper. Pop. 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 Mit einem Schuss weg. Ja,
Dafür ein anderer dort. So einfach geht das. So. Bäm. Boom. Wenn das nicht einmal richtig fetzt, dann weiß ich auch nicht. Boom. Boom. Yeah. Boom. Schakalakas. Fiese Booms. Fiese Babs. Okay, nächste Ebene steht frei. Was geht? Oh Gott. Ich verstehe, was jetzt abgeht. Oh Gott. Munitionmangel. Deluxe. Ich war nicht vorbereitet dafür. Jetzt aber schon. So, ihr seid weg. Oh, 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 oh. Ein weiteres Level. Und schnacke weg mit euch. Wunderschön. Weiter geht's. Weiter geht's. Ich habe keine Ahnung, wie viele Level man machen kann, bis man irgendwas kaufen muss oder einfach nur so gelevelt werden kann. Bis zum Ende. Zup, zup, zup. Was kommt noch? Warte mal, welche Waffe ist denn? Welche Waffe könnte man ein paar Schüsse gebrauchen? Ja, stimmt, wenn da kein Gegner ist, ne? Dann ist es am sinnigsten, so eine Waffe zu benutzen. Oh no, oh no, oh no. Da. Boom. Boom. Mehr Boom. Take this Booms. Take das Booms. Und, so. Yay. Yeah. Eine weitere Herausforderung ist gemeistert. Auch wenn sie aus dem Nichts kam. Einfach so mit 111 Gegnern. Und haben schon über die Hälfte. Nee, haben nicht ganz über die Hälfte. 7 ist nicht die Hälfte von 15. Alter. Es wird Zeit, den schrecklichen röhrenförmigen Energieturm zu erklimmen. Okay. Okay. My buddy is ready. 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 Fiese Reddies. Look at this ready fool. Ist das nicht beautiful gewesen? Huh. Huh. Heidi Knitter. Boom. Geht doch. Mit viel Geduld. Boom. Boom. Weggeschnaggelt vom Feinsten. Vom feinsten Schnaggelmann. Okay. I prepared for this. Oder auch nicht. Das war mir zu verwirrend. Hat geklappt. Da muss ich gerade nachdenken. Oder aufpassen. Könnt ihr dir bitte gehen? Oh, da noch einmal. Hallo. Ja. Wieso leuchtet ihr grün? Fallt ihr runter? Nö. Achso, die blinken vorher? Da könnte ich doch einfach so gehen. Warum es so schwer machen? Immer seitlich. Ein Meisterwerk. Der Ausweichkunst. 5 in 1. So geht das. So war das gewollt. Oh. Ja, so war es gewollt. Natürlich. Warum sollte es nicht so gewollt sein? Ich will jetzt hier nicht mehr runterfallen, aber... Ich habe ein schlechtes Gefühl dabei, wenn's drauf ankommt. Ah! Make not this damage, guys! Oh Gott.
Besser dann die starke Waffe auspacken. Noch höher. Ich mag's nicht, wenn was so hoch geht. Ich spiele so viele Jump'n'Runs, aber ich mag's nie, wenn's hoch geht. Jetzt werden meine Hände ganz schwitzig. Jetzt bin ich nervös. So. Alles auf eine Karte. Yeah! Super geil! Oh Gott! Nicht so geil! Schilde! Danke! Bitte! Links, rechts, geradeaus! Tod! Jeder Mickey Maus! Geht weg! Leute, geht weg! Ich will euch nicht! Danke? Nein! Geh weg! Geh weg, ich will nicht sterben! Boom! Was kommt denn noch? Was kommt denn noch auf uns? Ja, hallo! Krieg da hinten! Boah, frech, Dixe! Ratchet hat die Spitze des Energieturms erreicht. Er ist womöglich der erste Dreadzone-Kandidat, der das geschafft hat. Juanita, was meinst du? Ja, Juanita, was sagst du dazu? Ich fand das etwas stressig, aber manche kriegen das einfach auf Anhieb hin. Rächerstufe erhalten, glaube ich. Yay! Weiter geht's. Ein neuer Planet. Und noch ein neuer Planet. Nehmen Sie sich vor unserem neuen Liberato in Acht. Seine erste Million machte Ratchet mit Zigarettenverkäufen an Kinder. Danach wurde er Tankerpilot bei Zaxxon. Eine Woche später stürzte sein Tanker auf den Meeresplaneten Aquatos, weil Ratchet betrunken flog. Wie können wir jemals die Bilder vergessen von jungen Robben, die in Atommüll ersticken? Klein Coco hatte keine Chance. Wie konntet ihr nur? Was hat die kleine Coco euch denn getan? Was? Al, wie konntest du diese lächerlichen Lügen glauben? Nein, ich meinte nur, du weißt auf schon, geht's, Leute. Meinte, wir müssen hier raus, bevor es uns alle erwischt. Hat jemand einen Plan? Ich habe mich mit einem Technik-Droiden von der Regie unterhalten. Die Kleine könnte die Baupläne für diese Halsschlösser besorgen. Das ist super! Aber wir müssen sehr vorsichtig sein. Vox hat seine Spione überall. Okay. Du lebst! Die Wette habe ich wohl verloren. What, ey? Du bist doof. Du bist doof. Du bist doof. Du bist doof. Wir haben das überlebt. Wir sind cool. Wir haben Geld. Yep, yep, yep. We have the monies. Kann den Robotern mehr Leben geben, aber ich... Ich lass das. Ich kauf lieber einen neuen Kopf. Sinnloses Geld für sinnlose Sachen. Ratchet, ich habe schon Käsesorten gesehen, die lebensgefährlicher waren als deine Kampfbots. Bring sie zurück in meinen Laden, dann verpasse ich ihnen ein paar Upgrades. Nö, ich hab den neuen Kopf verpasst, das reicht schon. Das reicht schon. Und die Frostdings kostet zu viel, ne? Yep, yep, yep. Wir können aber das Schlüsselding upgraden. Der Multicam-Versatzschlüssel bietet einen deutlich verbesserten Schlagkraft für wenig Geld. Benannt ist das Modell nach seinem Ultra... leichten Kern, der aus einem gewonnenen Spirale aus Graphit, Titan und tundorischem Yeti-Fell besteht. Cool. Yeah, mehr Power in der Schlüssel-Dings, weil wir den Schlüssel so oft benutzen. War das ein sinniges Upgrade? Finde ich, natürlich. Können wir unsere Bots kaputt machen? Blinken so blau. Bots kaum noch wiederzuerkennen mit ihrem Weiß und einem neuen Helm und... Ja. So. Jetzt haben wir zwei Planeten zur Auswahl. Das ist auch mal interessant. Statt immer nur einen. So, und haben jetzt die nächste Stufe, neue Rüstung. Ich glaube, da müssten wir auch ein bisschen mehr aushalten können. So wie sonst in der Regel auch.
Bloß, dass wir die Rüstung jetzt selbst bekommen haben. Automatisch. Ich kann mich natürlich auch täuschen. Oh. So. Mal gucken, wie wir dann hier so am besten entkommen können. Aber ich glaube, als nächstes kommen einfach ein paar Aufgaben. Entweder ein Schar oder ein Ochsen. Ein Schar oder ein Ochsen. Schar, Ochsen, Schar, Ochsen, Schar, Ochsen. Ochsen, Schar, Ochsen, Schar, Ochsen, Schar. Ich würde Schar sagen. Ne? Schar klingt gut. Tempel von Schar. In dieser Herausforderung musst du in den Tempel eindringen und alle Hauptknotenpunkte einnehmen. Das mag einfach klingen, ist aber mit erheblichen Schwierigkeiten verbunden. Auf! Geschwind! Du himmlisches Kind! Wir gehen in den Schnee, dann ist Sommer und dann ist das total cool und dann ist es gar nicht so warm. Winterzeit! Na gut, der Planet hat immer Winterzeit. Heute Abend in Dreadzone! Das Darkstar-Team bricht zu einer Reise durch die geheiligten Böden des Planeten Schar auf. Ratchet wird einige der tödlichsten Herausforderungen von Dreadzone meistern müssen, um allein den Eintritt in den Haupttempel zu erlangen. Aber selbst wenn er bis dorthin überlebt, in dieser Saison ist noch kein Kandidat lebendig aus dem Tempel herausgekommen. Du kannst die Sturmstiefel benutzen, um einen Geschwindigkeitsschub zu erhalten. Mit einem Sieg am heutigen Tage bleibt das Darkstar-Team im Rennen um den Meisterschaftstitel und den Kampf gegen Ace Hardlight. Ace Hardlight, wir werden dich passieren. Aber ich würde sagen, erst in der nächsten Folge von Ratchet Gladiator. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, schaltet ein und dann sehen wir eisige Bots, eisige Wüsten, eisige Gegner. Und sehr viele coole Kerle. Und mich, Zavix. Lauf, Ratchet, lauf! Ja, ich lauf grad nicht. Lass mir eben kurz die Pause. Ich beende grad und in der nächsten Folge laufen wir wieder. Alles klar. Ich bin Zavix und ich bin raus. Ciao!